fegt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in der Stunde über Norddeutschland hinweg. Dabei richtete es schwere Schäden an, wie hier in Wilhelmshaven. Dort drückte eine starke Böe diesen tonnenschweren Kran ins Wasser. Verletzt wurde hier niemand. Der Sturm entwurzelte Bäume, Straßen mussten gesperrt werden. Xavier hat außerdem den Bahnverkehr in großen Teilen Norddeutschlands komplett lahmgelegt. Auch die Nordseefähren fahren nicht mehr. Für die Nordseeküste besteht zudem die Gefahr einer Sturmflut mit einem Stand von bis zu 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser.